Also Jens Krämer im Finalduell Nummer 1 Betonball. Hallo. Und das gegen Tim the Machine Wiese Elmer. Ja, und man muss schon einfach sagen, von der körperlichen Statur her müsste Tim Wiese hier eigentlich Vorteile haben. Der ist größer, er ist auch einfach ein bisschen breiter. Niemand ist breiter als Tim Wiese. Und wir reden hier darüber, dass dieser 10 Kilo Medizinball über das 3 Meter hohe Metallnetz geworfen werden muss. Und ich glaube, er hat einfach vom Winkel her einfach ein paar Vorteile. 3, 2, 1. So, und wir waren eben noch hinten. Tim Wiese hat sich warm gemacht, hat schon Medizinbälle geworfen, den Boxsack geschlagen, 10 Minuten Sonnenbank und jetzt ist er heiß auf dieses Duell hier, Elmar. Und wir müssen abwarten, wie das jetzt vor allem in den nächsten Minuten sein wird. Darum, wer zuerst 10 Punkte gewinnt. Das ist jetzt nicht unbedingt am Anfang so schwierig, aber Fehler werden kommen. Die Kraft lässt irgendwann nach. Aus. Weiter, spiegelt weiter, Tim. Aus. Der Ball muss den Boden berühren. Weiter geht's. Und das sind die gefährlichen Dinger, diese Netzroller. Und Tim, der geht jetzt auf Weite. Ganz wichtig nochmal für Jens, von da werfen, wo du ihn auch gefangen hast. Jens, unser Junkfood Hero. Möchte ich fast sagen, der sich eigentlich täglich von Burgern ernährt. Man merkt schon, jeder Fang der 10 Kilo auf der Brust tut dem armen Spider Jens weh. Ja, das ist der Unterschied wahrscheinlich auch zu Tim Wiese, der sich früher mal zu seiner Wrestling-Zeit für 1000 Euro Bisonfleisch im Monat geholt hat. Oh, den nimmt er noch an. Ich glaube, der wäre vielleicht. Oh, nein! Was macht er da? Was machst du da, Junge? Was soll so ticken? 1-0 für Tim und das ist ein unnötiger Punktverlust für Jens an der Stelle. Und da sehen wir es nochmal. Ein kräftezehrender erster Punkt, was für ein langes Duell. Der hat den doch schon, ja. Und was macht er da? Man darf nicht unterschätzen, diese 10 Kilo sind schon ein Klops. Also nicht zu vergleichen mit dem klassischen Medizinball, den man aus dem Schulsport vielleicht noch kennt. Ganz ruhig weiter, egal, alles gar nichts passiert. Er ist müde. Ja. Der sitzt die ganze Zeit hier. So, das war das Signal, das abgewartet werden muss, bevor der nächste Punkt gestartet wird. Und nochmal auch an Jens da, immer von da, dann auch wieder rüber, wo du ihn gefangen hast. Yeah! Aber an der Stelle muss man eben genau das erklären. Sie sind natürlich darauf aus, Netzroller zu provozieren, um dann eben den Punkt zu gewinnen. Aber in dem Fall klappt es nicht. Deswegen 2-0 für Tim Wiese. Das Risiko nicht zu hoch wählen. Es geht vor allem darum, Fehler zu vermeiden. Wer weniger Fehler in diesem Spiel fabriziert, der wird sich am Ende durchsetzen. Und natürlich feiert sich Tim Wiese für jeden einzelnen Punktgewinn. Gegen den Feuerwehrmann aus Saarbrücken, den 27-jährigen Jens Krämer. Der jetzt natürlich auch die letzten Schritte gehen möchte bei Superhero Germany. Und der sich nicht einschüchtern lassen darf von diesem Gebölk des Tim Wiese. Und die Spielchen kennt man noch von Wiese, damals aus der Bundesliga. Nur sein Trikot nicht mehr pink, sondern an der Stelle eben schwarz. Und das ist der Ball ins Aus. Und das sind so unnötige Punktverluste bei Jens, die er da gemacht hat. Da war eigentlich nicht einer dabei, von dem man sagt, das kann mal so passieren. Sondern das ist unkonzentriert. Was ist das, Elmar? Das passiert halt. Man versucht natürlich auch, diesen Medizinball da in die Nähe der Linie zu werfen. Man will versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen. Und die Erfahrung hat Tim Wiese, der dieses Spiel ausprobieren konnte. Der dieses Spiel einfach schon ein paar Mal gemacht hat. Ah, auch nein! Da. Jetzt wird allmählich der Abstand, der Rückstand zu groß. Aus der Sicht von Spider Jens. Nicht den Kopf hängen lassen, Jens. Und Mitleid von Tim Wiese, das brauchst du auch nicht, Jens. Also von daher, wer ist der Schöpfer? Noch mal Gas geben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war das der Satz von Tim Wiese, wer ist der Champion? Jens, das ist doch Motivation genug jetzt.
der rutscht so ein bisschen aus der Hand raus, hat von daher keine besonders gute Länge. Und jetzt provoziert Wiese natürlich, wo er kann. So ganz allmählich geht das natürlich auf die Pumpe. Nein, es ist der nächste Fehler. Es sieht tatsächlich aus, als wenn es ein Flüchtigkeitsfehler wäre. Es ist kein Flüchtigkeitsfehler, es ist einfach Kraft, die weg ist. 10 Kilo schwer, Netz 3 Meter hoch, also das ist schon ordentlich was. Jens kommt irgendwie nicht rein in das Match, ne? Dieses Duell mit Wiese. Noch kein einziges Erfolgserlebnis, noch kein einziger Punktgewinn für Jens. Der fünfmal die Woche Sport treibt. Im Ausdauerbereich, im Kraftbereich, der gut Fußball gespielt hat, der ein richtiger Allrounder ist, aber der Schwierigkeiten hat, mit diesem 10 Kilo Medizinball umzugehen. Ja, von da aus, nicht so weit nach vorne bewegen mit dem Ball. Schiri, was ist hier? Ja! Ja, und ich glaube, der war im Aus. Gucken wir uns noch mal an in der Slow Motion, aber ich glaube, der war im Aus. Jetzt kommt sie. So, da haben wir sie. Ich habe ihn eher im Feld gesehen. Nee, ich glaube, der war im Aus. Ich sehe ihn drauf. Oh, der war tatsächlich noch drauf. Also, ja. Der war knapp noch auf der Linie. Ja, diese Einstellung zeigt es. Der Ball berührt die Linie, das reicht natürlich. Und damit geht auch dieser Punkt an den Wiese. An die Werder-Legende Tim Wiese. Und jetzt vielleicht auch noch mal seitens des Publikums ein bisschen Anfeuerung für Jens, der hier Superhero Germany werden möchte. Der noch nicht so richtig Kontakt zu diesem Duell gefunden hat. 4 Punkte ist Wiese hier von 7 Tag. Das, was Jens jetzt braucht, ist eben mal so einen richtigen Lauf. Den Punkt muss er sich jetzt mal holen. Zurück ins Spiel finden. Und das ist schon... Guck dir das mal an. Wiese fängt den Ball nicht mehr mehr. Boah, das ist schon richtig stark auch von Tim Wiese, was er da macht. Das muss man an der Stelle auch sagen. Den kann er, glaube ich, auch sogar laufen lassen. Und Tim Wiese bislang noch ohne Fehler. Der ist bislang noch fehlerfrei. Und er tänzelt jetzt, als sei er... Oh, das ist gut. Aber das, das kostet eben auch so unfassbar viel Kraft, den Erster so wegzufangen und dann das 10-Kilo-Teil da hochzuwuchten. Das kostet Kraft. Gerade auf diese kurzen Bälle, wenn du hinlaufen musst. Und hier kommt er schön unter den Ball und will dann kurz cross auf die andere Seite spielen. Und er bleibt da oben an der Kante hängen. Netzkante. 7-0. Das ist ja auch das Duell Bundesliga gegen Kreisliga. Da spielt Jens nämlich. 269 Spieler. Tim, erster Fehler. Und da ist der erste Fehler von Tim Wiese. 7-1. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, Elmar. Ist das jetzt noch Motivation genug? Ich hoffe mal für Jens, dass es jetzt so einen Lauf geben kann. Er braucht auf jeden Fall eine Serie. Und eins sage ich dir, konditionell ist der besser als Wiese, der Jens. Hinten raus könnte das der Vorteil sein für Jens Krämer, dass das von der Ausdauer, von der Kondition erreichen dürfte. Boah, den nimmt er auch noch an. Weiter geht's. Gar nicht drauf einlassen, Jens. Dein Spiel durchziehen. The Machine Tim Wiese. Dieser Trash-Talk, dieses Getue. Das lernst du halt beim Wrestling. Und der ist weg. Und der ist sogar deutlich im Aus. Das 8-1 für unseren Hero Tim Wiese für The Machine. So, und da sehen wir es nochmal jetzt, die Situation. Er fängt den Ball erst richtig gut, steigt dann wieder hoch. Wirft drüber und das verstehe ich dann nicht, wie das passieren kann, dass der Ball dann so ins Aus geworfen wird. 2 Punkte noch und Wiese gewinnt dieses Duell. Ja.
rutscht ihm raus. Das heißt, jetzt Matchball für Tim Wiese. Kann damit dieses Finalduell dann für sich entscheiden. Und jetzt, ich glaube, jetzt ist es auch so ein bisschen die Frage für Jens. Spart man jetzt Körner schon für Björn Werner? Oder versucht man eben noch, das Ding hier zu holen? Ich glaube, das muss sich jetzt Jens auch fragen. Was macht man an der Stelle? Und Tim Wiese, der sieht auch noch nicht müde aus. Also der sieht noch so aus, als wenn er noch könnte. Komm, der hat die ganze Zeit auch gesetzt. Und ich glaube, Jens will einfach darauf aufmerksam machen, dass er vielleicht auch die Belastung dieses Abends spürt. Gute Länge einfach auch da in den Würfen von Tim Wiese. Und damit ist es immer wieder ein kräftezehrender Wurf von Spider Jens. Und, auch und da ist es hängen. Und damit ist dieses erste Finalduell entschieden. 10:1. The Machine demonstriert Stärke, demonstriert Kraft. Bittere, deutliche Niederlage für Jens. Ist ja, best of three hat noch gar nichts zu bedeuten. So, und wenn die beiden da so tänzelnd um die Stangen gerade beziehungsweise vor den Stangen stehen, da muss man schon fast ein bisschen Angst haben um den Jens, denn das sieht schon angsteinflößend aus, ne? Wie groß, wie breit dieser Björn Werner ist. Der Mann ist eine Kante und der beherrscht vor allem dieses Duell Pole Position. 3, 2, 1, Start. So, und Björn wird natürlich wieder eins versuchen, möglichst schnell die einzelnen Stäbe zu besetzen, und das ist genau das. Der ist unglaublich treffsicher. Zwei Reifen, einer ist drauf und der andere, der gilt so nicht. Der muss wirklich unten sein, damit dieser Pfosten dann belegt ist. 4 Minuten dauert es insgesamt. Auch das war clever gerade von Björn Werner, dass er da einfach da unten vor diesen Balken geworfen hat, damit es so einen kleinen Ruckler gibt und der Reifen, der oben auf dem Stab hängt, dann runterplumpst. Du wirst versuchen müssen, das muss die Taktik in diesem Duell sein, dass du möglichst schnell die Stäbe, die Poles belegst. Das war jetzt ein klasse Wurf von Jens, der natürlich auch noch mal alles reinlegen muss. Was macht denn Jens? Jens. Der kann doch einfach auch bei diesem Stab bleiben. Das versucht er jetzt. Also auch der zweite gehört Björn Werner. Und noch mal ganz wichtig ist auch an dieser Stelle, es gilt, möglichst viele unterschiedliche Stäbe zu belegen. Nicht einen mit möglichst vielen Reifen. Und man sieht es gerade bei Björn, 4 kann er jetzt seinen eigenen. Deswegen ist er auch so entspannt. Aber er legt wieder nach. Jens legt nach und jetzt gilt es, den nächsten zu besetzen. Trefferquote wird besser bei unserem Feuerwehrmann Jens. Schnell nachlegen. Und das ist halt jetzt der Vorteil, wenn du mehr Stäbe besetzt hast, dass du einfach immer dann da reingehst, wo der Gegner trifft, und schwupp liegt der Blaue wieder oben drauf. Und damit steht es hier 4:0, denn der Reifen ganz links, der ist ja noch nicht unten. Zählt also nicht. 2 Minuten, 20 Sekunden noch, und Björn parkt und schaut und kontrolliert das Geschehen, und Jens kämpft. Und natürlich, wir haben das eben schon gehört, dass da auch im Finalduell mit Tim Wiese irgendwie die Kraft gefehlt hat. Guck mal, da gönnt er dem sogar den Einreifen. Nur damit er ein bisschen mitspielen kann, der Björn. Nee, damit er seinen jetzt wieder auflegen ganz genau. Kann. So, jetzt kann er wieder mitspielen. Hat alle 5 besetzt und jetzt kann er Kaffeekuchen essen. Und da geht natürlich auch bei Jens die Kraft aus. Ich weiß gerade nicht, wo Björn hingeht, aber auch der er holt kann sich wieder ein paar Reifen rüber, damit er gleich nicht den weiten Weg hat. Also, hektisch sieht anders aus, er wartet ab, zack, und schwupp wieder einer drauf. Und damit sind wieder alle 5 bei ihm. Und das kann Jens so nicht schaffen. Er hat einfach einen zu schlechten Start gehabt, der so enorm wichtig ist bei diesem Duell. Und du siehst es an den beiden Reifenstapeln, wie viele Reifen Jens schon gebraucht hat. Und wie entspannt das aussieht bei Björn. Der braucht nicht mal viele Reifen, um hier alle zu besetzen. Und das ist dann schon wieder eben richtig stark vom ehemaligen NFL-Profi. Und da kannst du natürlich sagen, komm, so 11, 12 Zentimeter Körperlänge im Unterschied macht doch nicht so viel aus. Doch, es macht eine Menge aus. Das ist gut zu erkennen. Und Björn Werner, der ist in 56 Sekunden der Sieger dieses Duells. Und dann hätten wir heute keinen Superhero Germany.
Ja, und man merkt es auch schon bei Jens. Ne? Jens, der pumpt natürlich, jetzt geht einmal der ganze Abend nochmal durch die Muskulatur. Dann kriegst du eben die Reifen auch nicht. Und dann passiert eben das. Dann geht der eine auch nicht mehr drunter. Guck mal, Björn, der spielt schon ein bisschen für sich da. Und das ist dann eben richtig gut. 30 Sekunden sind es noch. Und das spielt jetzt mit sich selber. Wir haben das ja eben auch von Dana gehört. Das ist natürlich zum einen auch klar, eine Frage der Kraft. Aber du musst auch mental noch bereit sein. Das ist eine Sache des Kopfes. Und Björn lässt sich, nein, er lässt es sich einfach nicht nehmen. Das ist zu gut. Wir haben die letzten 10 Sekunden. 7. Heute wird es keinen Superhero Germany geben. Zu stark unsere Heroes an diesem Abend. Jetzt trotzdem eine sehr, sehr starke Leistung hier abgeliefert. Und das ist dann eben zu gut vom ehemaligen NFL-Profi Björn Danner.